Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Rangezoomt. Heute ist nun endlich auch meine Apple Watch Ultra bei mir angekommen. Auch das war eine kleine Odyssee, weil ich die Uhr nicht direkt zum Release bestellt habe. Mediamarkt hatte angeblich welche vorrätig. Ich habe mir eine ausgesucht mit grünem Armband. Die wurde dann ein paar Stunden später storniert von Mediamarkt. Das Geld wurde mir trotzdem abgebucht. Das hat dann ein paar Tage gedauert, bis sie das Geld wieder zurückgebucht haben. Auch im Übrigen wirklich ein Scheißzug irgendwie. Also Apple zieht Geld ein, wenn sie das Gerät verschickt haben. Mediamarkt zieht sofort bei der Bestellung ein, was ja auch von mir aus in Ordnung ist. Dann ist das Gerät nicht lieferbar aufgrund eines Fehlers in deren System. Das Geld zurückzuüberweisen dauert dann aber 3-4 Tage. Also das ist schon ja recht fragwürdig. Nun, sei es drum, nun ist sie hier, nicht mit einem grünen Armband, sondern mit einem weißen Armband. Aber das seht ihr gleich, wenn ihr dran bleibt. Viel Spaß! Ich bin wirklich sehr gespannt. Eigentlich wollte ich mir die Ultra nicht kaufen, denn ja, ich bin nun kein Extremsportler. Eigentlich bin ich gar kein Sportler. Und die Uhr ist halt wirklich, ja, zumindest von den Funktionen her mit Tauchfunktion und weiß der Geier, wirklich für Extremsportler gedacht. Und alles, was ich an Sport denn mal mache, ein bisschen laufen, ein bisschen wandern, das kann natürlich auch meine Apple Watch Series 7 locker tracken, selbst die ist mit mir komplett unterfordert. Aber so ein Gadget wie eine Uhr, die kauft man ja nicht ausschließlich aufgrund der Funktionen, sondern ganz einfach auch, weil die Optik gefällt oder so. Ich habe ja auch eine Fenix 7 Solar, auch die nutze ich natürlich in keiner Weise aus. Wenn man jede Apple Watch irgendwie mitgenommen hat, dann ist man dann schon neugierig, wenn Apple das erste Mal in, keine Ahnung, 8 Jahren Apple Watch mal was ganz Neues macht. Und die Apple Watch Ultra ist ganz neu. Und auch hier der gleiche Fehler wie beim neuen iPhone. Ich habe die Uhr nicht direkt bei Release bestellt. Also, tja, war die Besorgung ein wenig krampfig, aber egal. Die Verpackung unterscheidet sich auf jeden Fall schon mal deutlich von allen anderen Apple Watches bisher. Die Schrift kann ich nicht lesen. Ultra steht drauf, Titanium Case. Das Gute ist, Apple bietet die Ultra nur in einer Farbe an. Bedeutet, ich musste mich nicht entscheiden. Musste nur gucken, welches Armband ich nehme, aber auch da ich die Uhr nicht direkt bestellt habe zu Release, hatte ich nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Somit musste ich ein weißes Loop-Armband, das Starlight Alpine Loop-Armband, mir aussuchen. Ich habe mal Größe M gewählt. Ich hoffe, es passt, aber ich denke, ich werde mir eh noch das eine oder andere Armband zu der Uhr kaufen. Die Originalarmbänder kosten 99 Euro. Ich habe schon gesehen bei Bluestein, die bauen die Teile nach, die kosten dann 29 Euro. Vielleicht werde ich mir da mal eins von bestellen, um zu sehen, ob ja, die vielleicht die gleiche Qualität haben. So, das sieht ja auch schon mal sehr nice aus. Okay, bei einer Uhr, die 999 Euro kostet, kann man auch vielleicht so ein bisschen was erwarten. Schauen wir uns doch mal dieses kleine Büchlein hier an. Hier sehen wir dann die unterschiedlichen Uhren. Es ist ja gar nicht die unterschiedlichen Armbänder, die es gibt. Einmal diese Alpine, es heißt es eigentlich Alpine, diese alpine Armbänder, die es in diversen Farben gibt. Und dann gibt es dieses Ocean Band, das ist glaube ich dieses Silikon- oder Gummiband, dieses etwas dickere. Und dann gibt es die Trail Armbänder, auch in diversen Farben, genauso wie das Ocean. Das Ocean finde ich persönlich jetzt nicht so interessant, aber ja, so ein Trail und so ein Alpine, noch anderes werde ich mir wohl auch kaufen. Ja, dann so ein bisschen Erklärung, was ist was. Ich denke, das schauen wir uns nicht genauer an. Das ist der neue Action Button, aber ja, das sieht doch schon mal schicker aus als so ein normaler Quick-Start-Guide. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das aussieht mit den Watchfaces. Man sieht die Uhr ja immer nur mit diesem Standard-Watchface. Ich bin gespannt, wie das mit all den anderen Watchfaces, die es so von Apple gibt, aussieht. Und vor allem, ja, schick hier, mit einem Gebirge, vielleicht mit den Alpen, ich weiß es nicht. Und wie es so mit den ganzen Bändern aussieht. Ich habe so viele Armbänder für meine ganzen Apple Watches, da Apple es ja tatsächlich geschafft hat, über die ganzen Generationen durch die Armbänder kompatibel zu halten. Sie sind auch kompatibel mit der Ultra, die jetzt mit 49 mm ein deutlich größeres Gehäuse hat, aber sie sollen nicht perfekt sitzen. Und ich frage mich, ob sie nicht zu schmal sind. Aber das werden wir dann sehen, da werde ich vielleicht noch das ein oder andere Video drüber machen. Es wird zu der Ultra kein Review geben. Ich habe das schon mal auf Twitter geschrieben, da ich nicht in der Lage bin, die Uhr in Gänze zu testen. Und ich denke, dann macht ein Review keinen Sinn. Vielleicht guckt das Video einer, der wirklich damit gerne tauchen gehen möchte oder irgendwie sowas oder extrem Bergsteigen im Schnee machen möchte. Das kann ich einfach nicht testen. Insofern wird es kein Review geben. Es wird sicherlich
noch das ein oder andere Video geben. Sei es zu Armbändern oder wie es mit Watchfaces aussieht oder so. Das sicherlich, aber es wird halt kein Review geben. So, hier haben wir mal das Armband. Auch das in einer neuen Verpackung. Auch das mit ein wenig Zettelage, aber ich denke, die benötigen wir nicht bei einem Armband. Ich bin gespannt, wahrscheinlich versage ich gleich komplett beim Anlegen. Aber gut, dann habt ihr was zu lachen, ist auch okay. Wie gesagt, ich habe hier dieses helle, dieses weiß-graue Armband. Fühlt sich so ganz gut an, aber ja, mein Gott, ist ein Armband, ne? Für 99 Euro ist es definitiv, ja, ist definitiv zu teuer, ne? Also, weiß ich nicht, was daran 99 Euro kosten soll. Aber gut, vom Verschlussmechanismus her scheint es ganz cool zu sein. Guck mal, ich hätte doch vielleicht die Anleitung durchlesen sollen. Das wird man hier wahrscheinlich nur so aushaken können, genau. Und dann wieder einhaken können, wenn man für sich die richtige Größe bestimmt hat. Hier. Aber schauen wir uns doch mal die Uhr an, die in diesem flachen Karton kommt. Mit zwei Klebestripes, die wir entfernen müssen. Und dann bin ich natürlich gespannt, wie sich eine 49 mm Uhr an meinem Handgelenk schlägt. Ich habe nicht die kleinsten Handgelenke und mit der 47 mm Phoenix 7 komme ich sehr gut klar. Die ist aber auch rund, da muss man sehen, ob das vielleicht noch einen Unterschied macht. So, wir lüften den Deckel und auch hier gibt es natürlich noch weitere Dinge als die Uhr zu sehen. Das wollen wir uns mal ganz kurz angucken. Ich weiß gar nicht, ob das der Ladepuck der gleiche ist wie wie bei der Series 7. USB-C auf jeden Fall. Und ja, das ist der gleiche, ist glaube ich ein Alu-Ladepuck. Ich lasse den mal eingepackt, da ich meine Uhr auf diesem Duo-Charger lade von Apple und irgendwie diese Ladepucks nie benutze. Wobei man da jetzt auch seine AirPods Pro 2 drauf laden kann. Falls ihr das nicht wusstet, das erzähle ich euch in dem Video, in meinem Review, das ich auch euch hier verlinkt habe. So, die Uhr ist schon mal, ja, würde ich sagen, ein paar Gramm schwerer als eine normale Apple Watch. Und ja, Titangehäuse, also sprich auch deutlich schwerer oder schwerer als ein Alugehäuse, denke ich mal auf jeden Fall gut, wobei die Uhr auch größer ist. Und ja, sie sieht halt anders aus. Sie sieht irgendwie in meinen Augen nicht aus wie ein Apple-Produkt. Chris hat das mal gesagt von TechLoop, gerne Abo dalassen. Beim guten Chris, der, wenn ihr es nicht sowieso schon getan habt, hat es über die neue AirPods Case gesagt und auch über die Apple Watch Ultra, glaube ich. Apple hat immer so für cleanes Design gestanden und ja, jetzt gibt es hier bei den AirPods Pro diese Schlaufenansatz und unten den Speaker. Das ist halt nicht mehr dieses ganz cleane Case und so ist es auch bei der Uhr. Wenn man das dann mal, wenn man so da die 7.9 Edelstahl gegen sieht, alles rund, weiche Kanten und das ist halt hier bei dieser Uhr nicht. Aber schick ist sie dennoch. Das habe ich auch nie bestritten. Also ich fand sie eigentlich immer nach der Vorstellung. Auf den Renderbildern, auf den Leaks fand ich es schrecklich. Und bei der Vorstellung fand ich sie dann ganz schick. Aber ich frage mich halt, ob die Uhr auch schick geht. Also so mit so einer Apple Watch 7 oder allen anderen vorher auch oder der 8er oder so. Da kann man halt alles. Man kann sportlich machen, man kann schick machen, je nach dem, was ich vielleicht anziehe, je nach Anlass, je nach Armband, was ich trage. Und ja, ob die Ultra da auch zu in der Lage ist, ich werde sehen. So, jetzt muss ich mal sehen, wie ich denn das Armband hier am besten anlege. Ich denke, dazu muss man es hier mal erstmal ganz öffnen. Ich stelle mich wahrscheinlich zu blöd an, aber egal. So, und dann schieben wir einfach mal das eine Element hier rein. Klack. Und das andere Element da rein. Vielleicht war das jetzt auch genau falsch rum, aber, oh mein Gott. Learning by doing. Da suchen wir uns hier mal so aus, wie ich es gerne oder wie ich es brauche, um es um mein Handgelenk zu bekommen. Und ich denke, das war schon richtig so, oder? Dann ziehen wir es hier fest. Ist ein bisschen bockig. Weiß auch, wie gesagt, überhaupt nicht, ob das so richtig ist. Und dann haken wir es hier einfach ein, würde ich sagen. So, ja, das ist auf jeden Fall ein ganz schöner Koloss, muss ich sagen.
Selbst an meinem Handgelenk, wo sich sonst eigentlich jede große Uhr besser schlägt als eine kleine Uhr, ist das schon ja, ein Koloss. Aber wir wollen sie mal einschalten und mit meinem iPhone verbinden, damit wir mal eben kurz sehen, wie das funktioniert. Das könnt ihr im Übrigen auch, wenn ihr bereits eine Apple Watch auf eurem iPhone ja, angemeldet habt. Das ist kein Problem. Da geht ihr einfach auf Watch und geht auf Apple Watch hinzufügen. Die möchte ich für mich selbst konfigurieren. Dann schalten wir hier die Apple Watch mal ein. Das hier ist der Power-Button. Und hier, das ist der Action-Button, der kann dann irgendwie noch belegt werden. Ja, wir müssen jetzt erstmal warten, bis die Uhr gebootet hat. Derweil zeige ich sie euch nochmal. Also hier passen halt die Bänder perfekt, ne? Ich werde da dann wahrscheinlich noch ein Video machen mit den Bändern, die ich habe. Die sieht schon gut aus, aber halt echt ein bisschen martialisch. Hat echt wenig von Apple, muss ich sagen. Und so, hier geht's los. Hier sehen wir schon das Muster. Da muss ich nochmal eben die Kamera ranhalten. Und schon ist die Apple Watch gekoppelt. So, wir wollen das einfach, wir wollen einfach loslegen. So, das hat jetzt ein, zwei Minuten gedauert, die ihr nicht ertragen musstet. Wir akzeptieren mal eben die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Nun erfolgt die Anmeldung an meinem Account. Während das alles passiert, kann ich euch nochmal zeigen, wie viel größer die Ultra im Vergleich zur 7er 45 mm ist. Also das ist schon irre. Allerdings betrifft das nur das Gehäuse. Das ist 4 mm größer. Das Display ist nicht wirklich größer. Es ist eine Nuance größer. Wenn man bei Apple sucht, findet man die Daten. Es sind nur wenige Pixel. Also das ist was, was man im Alltag nicht sieht. So, Watch-Analyse, die wollen wir nicht mit Apple teilen. Einen Code erstellen. Wir wollen jetzt keinen Code hinzufügen. Ich nutze im Übrigen tatsächlich kein Apple Pay mit meiner Uhr. Ich nutze Apple Pay natürlich mit meinem iPhone, aber nicht mit meiner Uhr. Ihr habt das eben gesehen, Mobilfunk konfigurieren. Allerdings habe ich keine eSIM und brauche auch keine SIM in meiner Uhr, aber die Ultra hat auch ein LTE-Modem verbaut. Das heißt, die gibt es nicht ohne. So, wir können den Action-Button belegen. Wir legen da einfach mal Training drauf, sodass ich mir direkt ein Training aussuchen kann. Und ja, was haben wir hier noch? Tiefe. Die App Tiefe kann unter Wasser automatisch geöffnet werden und die Temperatur, Zeit und Tiefe messen. Ja, cool, machen wir. Wenn ich mal in der Badewanne bin, irgendwie ist es bestimmt total cool. Sicheres Tauchen. Sorry, wie gesagt, ich bin kein Taucher, überhaupt nicht. Diese Satellitentelefonie, dieser Satellitentelefonie-Kram, ist ja gar keine richtige Satellitentelefonie im Übrigen, die beworben wurde, sondern mehr so ein SOS-Hilferuf, die funktioniert in Deutschland noch nicht. Um genau zu sein, funktioniert die nur in den USA und in Kanada. Und eigentlich gibt es hier, wo ich wohne, auch ja, keinen Platz, an dem ich alleine wäre und irgendwie sowas bräuchte. Dann hat, ach guck mal, mein Watchface von Nike hat es übernommen. Dann gibt es natürlich noch einen Temperatursensor, der ist neu und ich bin gespannt auf die neue Akku, auf die Akkulaufzeit. Größere Uhr, auch größerer Akku und ja, da bin ich gespannt drauf, ob die jetzt wirklich deutlich länger hält als meine 7er. Geht im Übrigen hier, ne? Also auch mit dem Watchface und auch der Farbe sieht ganz gut aus, muss ich sagen. Das fühlt sich hier im Übrigen, wenn ich hier über die 7er gewischt habe, fühlte sich das schön weich an. Ganz einfach durch diese abgerundeten Kanten und das Edelstahl. Das muss ich sagen, ist hier nicht so. Also wenn ich hier über die Kante rüberwische, das ist doch schon ja, recht scharfkantig. Mhm. Ja. Mhm. Also ich finde gut, dass das Display flach ist, aber ja, irgendwie. Ja, mal sehen. Gut, ich werde auf jeden Fall berichten. Wenn ihr so meine ersten Meinungen dazu hören wollt, könnt ihr mir auch gerne auf Twitter folgen. Würde mich sehr freuen. Und ja, ansonsten freue ich mich über ein Abo von euch und viele Kommentare. Bleibt interessiert. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bye, bye.